Wir sind mit dem Ball aufgewachsen und es war schon immer so, dass wir von klein auf den Ball am Fuß hatten. Es war so nicht real. Mir war auch klar, dass es danach definitiv nicht so sein wird, was auch gut ist. Aber für diese Zeit war es natürlich traumhaft. Aber ich glaube, das tut ganz gut, wenn man von dem Fußball mal auch ein anderes Leben kennenlernt, also wie es anderen Menschen geht. Ich finde, das ist auch wichtig. Das muss jede Frau können. Wenn sie heiratet und einen Mann hat, ja, was will sie dem Mann denn dann machen? Fußball ist mein Leben und meine Leidenschaft. Dafür würde ich alles tun. Hauptsache, ich kann mit dem Ball was machen. Ja, und so! Schon schön, vom Fußball leben zu können, aber das ist utopisch, also es geht einfach nicht. Und weil man das ja macht, weil man das liebt, weil man für den Sport gelebt hat, weil man so viel vernachlässigt hat dafür und so viel aufgegeben hat und so viel Zeit dafür aufgebracht hat. Ich bin begeistert! Trotzdem, wenn man noch so eine große Liebe ist oder Passion, wie auch immer, dass es trotzdem weitergeht, aber vielleicht mit anderen Gedanken im Kopf.